Bei Siren haben wir drei Arten von Leashes im Programm. Wir haben eine Fußleash, eine Knieleash und eine Hüftleash. Ganz egal, welche ihr nutzt, ihr solltet immer und überall mit einer Leash fahren, denn es ist einfach ein Sicherheitsaspekt, fest mit dem Board verbunden zu sein. Also grundsätzlich auf jedem Gewässer immer und überall mit einer Leash fahren. Warum haben wir drei unterschiedliche Leashes im Programm? Als erstes ist es die Standard-Fußleash, die man quasi immer und überall nutzen kann. Das zweite ist die Knieleash, die wird gerne genommen bei Racern auf Raceboards, damit die etwas höher liegt, wenn ich zum Pivot-Turn ein Stückchen weiter zurückgehen möchte. Dann liegt die Leash eben nicht auf dem Board, sondern ist am Knie angebracht und damit so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit im Spiel. Als drittes haben wir die Hüftleash, die wird gern genommen bei Wildwasserfahrern, denn hier ist es ein Sicherheitsaspekt, die Leash nah am Körper zu haben, wo ich sie schnell öffnen kann und natürlich auch bei Technical Racern, die sie schnell öffnen müssen, wenn sie im Rennen fahren. Ich selbst fahre die Hüftleash auch gerne, wenn ich längere Touren fahre, da ich hier einen Gürtel habe, wo ich dann auch nochmal Flaschen, Telefon und was anderes befestigen kann. Wie sieht so ein Leash aus? Als erstes haben wir unten diesen Gurt, den ich am D-Ring befestigen kann oder auch in der Schlaufe, die hinten an Bord ist, bei Hardboards zum Beispiel. Hier wird der Gurt dann fest befestigt. Ich habe hier schon ein Gelenk drin, damit die Coil sich nicht verdrehen kann. Hier mit diesem Drehgelenk habe ich eben viel Spiel. Ich habe ein zweites Drehgelenk hier oben, sodass das Ganze sich nicht verwinden und vertwisten kann. Wichtig eben zwei Drehgelenke in dem Ganzen. Dazwischen findet ihr die sogenannte Coil Leash. Coil heißt, sie ist gedreht. Wie eine Ziehharmonika kann man sie hin und her ziehen dann. Und hier oben habe ich den Gurt, den eigentlichen. Bei der Fußleash ist dieser ungefähr in dieser Länge. Man kann ihn öffnen mit einem Flex. Und hier habe ich den Neopren, damit es weich am Fuß anliegt und eben nicht scheuert. Das gleiche Prinzip ist bei der Knieleash, nur habe ich hier einen längeren Neoprengurt, weil natürlich klar, das Bein am Knie dicker ist als unten am Fußgelenk. Ich kann eine Knieleash auch unten am Fußgelenk befestigen. Das geht auch, somit ist die Knieleash etwas universeller einzusetzen. Als drittes habe ich die Hüftleash, die ich mir eben um den Bauch herumlege. Hier bei der Hüftleash haben wir zusätzlich noch den kleinen Kugelfisch als Safety Ball. Denn bei der Hüftleash, gerade im Wildwasser, ist es wichtig, dass ich die schnell öffnen kann. Diesen Kugelfisch kann ich schneller greifen, aufziehen und schon ist die Leash offen, wenn ich sie im Notfall einmal schnell öffnen muss. Das sind unsere drei unterschiedlichen Arten von Leashes. Die findet ihr in jedem gut sortierten Fachhandel und natürlich auch auf www.i-sub.de. Ich möchte euch noch empfehlen, unseren Magalog zu lesen, den ihr auch online lesen könnt oder eben auch bei uns bestellen könnt mit vielen nützlichen Informationen.